That's it. The killer made use of the Monokuma Tai Chi activity in the morning. Das ist es. Der Mörder machte sich einen Nutzen daraus, dass er das Monokuma Tai Chi, die Monokuma Tai Chi Aktivität am Morgen hatten. Und wie haben sie sie benutzt? We were required to go to Great Tower every morning at 7 a.m. for that activity, right? Wir wurden noch dazu gezwungen, zum Traubenturm jeden Morgen um 7 zu kommen für diese Aktivität, richtig? But if they mess with all the clocks inside the building, what would that do to us? Aber wenn sie mit all den Uhren im Gebäude rumgespielt hätten, dann was würde das denn mit uns machen? We wouldn't be able to attend on time, but that wouldn't affect Nekomaru. Wir würden, es würde uns nicht möglich sein, da zur richtigen Zeit teilzunehmen. Aber das würde Nekomaru nicht beeinflussen. Seine Radiouhr hatte die exakte Zeit. That's right. In doing so, the killer was able to lure him to the tower by himself at the precise time. Das stimmt. Und indem er das gemacht hat, war der Mörder in der Lage, ihn ganz alleine zum Turm zur richtigen Zeit zu locken. When I witnessed Nekomaru early in the morning. Dann, als ich Nekomaru am frühen Morgen gesehen habe. If I recall, you witnessed Nekomaru around 5 a.m. Wenn ich mich recht entsinne, hast du Nekomaru gegen 5 Uhr morgens bemerkt. And if that time was also 2 hours off, it should have been 7 a.m. Yeah, that's pretty much it. Und wenn das auch 2 Stunden Unterschied war, dann sollte es 7 Uhr gewesen sein. Ja, das ist es eigentlich so ziemlich. Zu diesem Zeitpunkt war er auf dem Weg zum Monokuma Tai Chi, direkt im Zeitplan. Ich verstehe. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, bemerke ich, was Monokuma gemeint hat, als er diese Worte gesagt hat. Ich hab schon. Ich hab's aber nicht gehört. Ist angekommen. Too early. He didn't even ask you yet. Zu früh, hat dich noch nicht mal gefragt. When you said everyone. You were including us, right? Als du sagtest, jeder, hast du auch uns einbezogen, richtig? We thought we came to the tower on time, but in truth, it was way past the meeting time. Wir dachten, wir sind zum Turm zur richtigen Zeit gekommen, aber in Wahrheit waren wir viel zu spät zum Treffpunkt. Ah, jeez, that's, well, how should I put it? Ah, verdammt, nun, wie soll ich das jetzt sagen? Tripping over a foot or something like that. Du weißt schon, über einen Fuß zu fallen oder sowas wie das halt. Are you talking about tripping over someone else's fall? Redest du darüber, dass man über jemand anderes Fehler gestolpert ist? Wrong. Too bad. Falsch, zu schade. Liar, I'm right. Lügner, ich hab recht. That's not it. It's incorrect. Das ist es nicht, es ist falsch. Das ist definitiv die richtige Antwort. Du bist immer so stur. Let's just ignore the peanut gallery. Now that we found out how the killer lured Nekomaru. Lass uns einfach diese Galerie voller Kleinigkeiten ignorieren. Oder die Erdnüsse. Man kann es auch als Hohlbirnen nehmen in diesem Fall. Nun, da wir herausgefunden haben, wie der Mörder Nekomaru angelockt hat. The number of suspects has drastically decreased. Ist die Nummer an Verdächtigen drastisch zurückgegangen? Hä? Hey, why would that decrease the number of suspects? Don't be a friggin' liar. Hey, warum würde das denn die Zahl der Verdächtigen minimieren? Sei doch nicht so ein verfickter Lügner. You'll know I'm not lying when you listen to what Uyuhiko's going to say next. Du weißt, dass ich nicht am Lügen bin, wenn du mir zuhörst, zu dem, was Fuyuhiko als nächstes sagen wirst. Huh? What the hell do you mean? Hä? Was zum Fick meinst du? You
witnessed Nekomaru going toward the tower. Did something else happen after that? Du hast damit bekommen, dass Nekomaru zum Turm gegangen ist. Ist danach noch irgendwas passiert? Are you talking about that alarm? Redest du etwa über diesen Scheißalarm? Alarm? Alarm? A little while after I witnessed Nekomaru, the clock in the Strawberry House Lounge started going off. Eine Weile nachdem ich Nekomaru gesehen hatte, ist der Alarm in der Erdbeerhalle hat der Alarm in der Erdbeerhalle angefangen. Plus, it was just before that trembling sound occurred. That's it. So that's what it is. Zusätzlich war das kurz bevor dieses rumpelnde Geräusch aufgetaucht ist. Also das ist es, was es ist. If Nekomaru died when the rumble happened, then whoever doesn't have an alibi at the time is the prime suspect. Wenn Nekomaru gestorben ist, als dieses Rumpelgeräusch passiert ist, dann ist derjenige, der kein Alibi zu dieser Zeit hat, unser erster Verdächtiger. Really? Unser wichtigster Verdächtiger. Was there anyone who didn't have an alibi at that time? Wirklich? Gab es wirklich jemanden, der kein Alibi zu dieser Zeit hatte? Ich erinnere mich jetzt. The sound was so loud I couldn't help bolting from my room. But there was one guy who never left the lounge. Das Geräusch war so laut, dass ich aus meinem Zimmer gestorben kam, aber es gab einen Typen, der niemals in die Lounge gekommen ist. We were both on the same floor. It's pretty weird that bastard never came out of his guest room. Wir haben beide auf derselben Etage. Es ist schon ziemlich komisch, dass dieser Bastard niemals aus seinem Gästezimmer rausgekommen ist. Which means that person does not have an alibi for when Nekomaru fell. Das bedeutet, diese Person hat kein Alibi für die Zeit, als Nekomaru runtergefallen ist. Who is it? Who's the bastard? Nagito. Wer ist es? Wer ist der Bastard? Nagito, aber wie gesagt, die Tatsache, dass Sonja es auch nicht gehört hat, ist für mich ja praktisch das Hauptaugenmerk, dass es an Nagito nicht ist. Und dass es Fuyuko Sass macht. Also wenn wollen wir jetzt darauf hinaus, dass Fuyuko der Mörder, nicht Fuyuko, Gundam der Mörder ist. Wer ist es? Wer ist dieser Bastard? Wer auch immer kein Alibi hat, zu dieser Zeit, richtig? Ja, jetzt muss ich ihn aber nach Gito auswählen, weil er kein Alibi hat. Ich weiß nicht, Shiaki? Shiaki hat auch kein Alibi. Aber ist es Best Girl? Ja. Es geht ja um den von Erdbeerhaus. It's you, right, Nagito? Der eine, der nicht da war, das bist doch du, nicht richtig, Nagito? Right. Nagito wasn't there. Du hast vollkommen recht, Nagito war nicht da. Me, Gundam and Fuyuhiko. Es war einfach nur ich, Gundam und Fuyuhiko. You didn't come out, even though the alarm was going off like crazy. Du bist nicht rausgekommen, obwohl der Alarm wie verrückt losgegangen ist. You weren't in your room, were you? Du warst nicht in deinem Zimmer, richtig? If that's the case, where were you? Wenn das der Fall ist, wo warst du dann? Please, say something. Bitte sag was. If you don't hurry up and answer, I'm gonna suicide dive you. Wenn du dich nicht beeilst und antwortest, dann werde ich einen Selbstmord, dann werde ich dich zum Selbstmordtauchen bringen, was? If I may be frank. Was? 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 Wenn ich mal so freimütig sein darf. Even if I wanted to go to the lounge, I couldn't. Selbst wenn ich zur Lounge gehen wollte, könnte ich's nicht. You couldn't? What do you mean? Du konntest es nicht? Was meinst du? It's merely the foolish talk of the weak. Es ist einfach nur das närrische Reden der Schwachen. Not only did I not hear the alarm, I never even heard that rumbling sound. Ich habe nicht nur den Alarm gehört, ich habe auch niemals dieses rumpelnde Geräusch mitbekommen. Ja, er konnte nicht. You're definitely fucking lying. Du lügst doch verfickt nochmal. However,
That is also true for me. Allerdings, das ist auch für mich wahr. It is obvious that I did not hear the alarm in Strawberry House. Es ist natürlich offensichtlich, dass ich nicht den Alarm im Erdbeerhaus gehört habe. But I did not hear the rumbling sound either. Is that not strange? I mean, everyone else heard it. Aber ich habe auch nicht das Rumpelgeräusch gehört. Und ist das nicht seltsam? Ich meine, alle anderen haben es doch auch gehört. Und sie müsst doch einfach mal aussprechen, dass sie es auch nicht gehört haben. Komm, Chiaki, sprich! Sag es! Mach Nagito weniger Sass und Gundam mehr. Danke. Um zu sein, es ist nicht nur sie. Dasselbe gilt auch für mich. Hä? I was in a pretty deep sleep. So I thought that's why I couldn't hear it, but... Ich habe ziemlich tief geschlafen, also dachte ich, dass das der Grund ist, warum ich es nicht hören kann, aber... So, damit ist es jetzt hundertprozentig bestätigt, dass Premium-Räume soundproof sind. Geräusch, Lärmschutz, absolut. Und das erklärt auch, warum es unbedingt Premium-Räume gab. Das heißt, mit anderen Worten, Gundam hat das nicht gewusst. Und deswegen... ist er da aufgetaucht? Er hat das Geräusch halt von woanders gehört, als er nämlich zurückgekommen ist. Dann war dieses Alarmgeräusch nur dafür da, damit niemand bemerkt, dass er zurückkommt. Höchstwahrscheinlich. Mhm. Also, es tut mir leid, Gundam. Aber ich glaube, du bist es. Jetzt bin ich... Solange ich noch geschwankt habe, in diesem Moment bin ich mir hundertprozentig sicher eigentlich. Ich meine, warum sollte Gundam außerhalb seines Raums sein? Aber das war es nicht. Ich konnte es wahrscheinlich überhaupt nicht hören. Du konntest es nicht hören? Was soll das bedeuten? Du weißt es immer noch nicht. Hol Berne. Denk damit drüber nach, was die drei von uns, die das Geräusch nicht hören konnten, gemeinsam haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sogar du es rausbekommst. Die einzige Person, die es nicht gehört haben, waren Nagito, Sonja und Chiaki. Das Geheimnis, was diese drei zusammen haben, ist, gemeinsam haben, ist, könnte es sein, dass es außerdem das Geheimnis ist, das zum Mörder führt? Hangman's Gambit! Ja, Premium Room, ne? Zwei Worte? Premium, ja? Nee, nicht Premium, die sind anders. Naja, Luxus. Wahrscheinlich. Anders? Warte mal. Etwas, was Nintendo gern an alle Titel ranhängt. Ich bin mir gerade so unsicher, was du meinst, du verwirrst mich gerade. Entschuldige. Aber nee, Luxus war's nicht. Ein anderes Wort, was für, wenn auch was anderes edel ist. Boah, jetzt habe ich echt keine Ahnung mehr. Boah. Ach, Deluxe. Ah, Deluxe, ja. Jetzt habe ich's wieder. Okay. Brauche ich noch mal. Da hast du direkt einen Doppel-O für später. Muss es aber jetzt entfernen. Was sonst zu lange braucht. Deluxe. Wahrscheinlich ist die Mehrzahl Rooms, deswegen ist es 5 Buchstaben. Ohne meins.
Sprich hier noch M. M kam noch gar nicht, oder? Sehr gut. Nagito, Sonya und Chiaki. The three of you were staying in deluxe rooms, right? Nagito, Sonya und Chiaki, ihr drei wart in den Deluxe-Room, ja, Luxusräumen, richtig? Wenn ich mich richtig erinnere, sind die, die Luxusräume... Soundproof, ja, da steht's nochmal. Also der Grund, dass wir nicht das Rumpelgeräusch hören konnten. Ja, das stimmt. Das war, weil die Deluxe-Räume überlegene Soundisolation haben. You actually noticed that. Nice catch, Hajime. Are you using your ultimate reserve core student talent? Dass es dir wirklich aufgefallen ist. Gut gemacht, Hajime. Benutzt du gerade dein ultimatives Reserve-Course-Schüler-Talent? Now then, you guys must understand. Ich find's schön, wie die Musik einfach aufhört in dem Moment. Na, nein, ihr Leute müsst doch mittlerweile verstehen, richtig? Die wahre Identität von Nekomarus Mörder. Ja, zu diesem Zeitpunkt sollte es wahrscheinlich sein. Einen Moment mal, warum führt uns das dahin, wo der wer der Mörder ist? Well, that fact just now is a very important clue and a decisive factor in identifying the killer. Nun, dieser Fakt ist einfach ein sehr wichtiger Hinweis und ein entscheidender Faktor, um festzustellen, wer der Mörder ist. Ist Sonya jetzt voll traurig. Wir sind doch gerade erst zusammengekommen, gell? Ja. Hätte ich echt gehofft, dass es nicht ist. Naja. Deswegen habe ich dich unbedingt gebeten, dass du bitte deine Freetime-Events mit wen anders machst. Ich habe kein Problem damit gehabt, weil ich seine Freetime-Events mag und ich mag es auch, ihn zu synchronisieren, aber ich wollte nicht, dass du deine Freetime-Events verschwendest. Aber es wir konnten ja kaum einen anderen wählen, weil die meisten ja nicht mehr funktioniert haben zu dem Zeitpunkt. Ja, so Fuyuhiko hätte noch geklappt. Hm. Naja, egal. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass ich verstehe, was Nagito meint. Der Mörder unter uns, der Mörder, der Nekomaru umgebracht hat. Es ist schwarz. Es ist Warum? Eindeutig Hyoko Sayonji. Was passiert eigentlich, wenn du das jetzt drückst? Okay, ich probiere es einfach mal aus. Okay, wow. Man kann dafür echt ein Versagen kriegen. Hallo Gundam. You're the only one. Gundam, there's something I want to ask you. Gundam, da gibt's etwas, was ich dich fragen möchte. When the alarm rang at the Strawberry House Lounge, you rushed over there too, right? Als der Alarm losging im Erdbeerhaus. Bist du doch auch dorthin gegangen, richtig? What's wrong with that? Und was ist so falsch daran? If the bell of catastrophe rings throughout the night, it is the universe's providence to stop it. Wenn die Glocke der Katastrophe durch die Nacht durch die Nacht klingt, dann ist es die Pflicht des Universums, sie aufzuhalten. Why were you able to hear it? Aber warum war es dir möglich, sie zu hören? Hear what? Was zu hören? I mean, you were also staying in a deluxe room, right? Ich meine, du warst auch ebenfalls in dem Luxusraum, richtig? Nagito was staying in a deluxe room in the same house on the same floor, and he couldn't even hear it. Nagito war in einem Luxusraum auf derselben Ebene, in derselben Etage, und es war ihm nicht möglich, es zu hören. Also warum war es dir möglich, den Alarm zu hören? Also, jetzt, da du es erwähnst. Gundam? There's only one possibility.
Es gibt nur eine Möglichkeit. Du warst nicht in deinem Raum zu dieser Zeit. Das ist auch der Grund, warum du, selbst wenn du in einem Deluxe-Raum warst, du immer noch zur Lounge gegangen bist, nicht wahr? Gundam, du hast doch eine Erklärung dafür, nicht wahr? Gundam probably couldn't return to his room because of Fuyuhiko. Gundam konnte wahrscheinlich zu seinem Zimmer nicht zurück wegen Fuyuhiko. Me? Ich. After you saw Nekomaru heading to the tower. Nachdem du Nekomaru zum Turm rübergehen gesehen hast, warst du nur noch eine Weile in der Lounge. Lieg ich richtig? Bis zu dem Moment, als der Alarm angefangen hat, richtig? Wenn du so lange in der Lounge gewesen wärst, dann wärst du, da wäre doch der Mörder offensichtlich nicht in der Lage gewesen, zurückzugehen. Even though Metamaru's murder was a death trap that utilized the alarm in his chest. Trotz alledem, dass Mekomarus Mord auch durch eine Todesfalle, die den Alarm in seiner Brust ausgenutzt hat, gemacht wurde. The killer still needed to prepare the murder in advance. Musste der Mörder immer noch den Mord vorher vorbereiten. Wie Nekomaru in Schlafmodus zu versetzen und ihn mit dem Kabel festzubinden. Um das zu tun, musste der Mörder auf Nekomaru im Turm warten. Which means when Fuyuhiko witnessed Nekomaru. The killer was already at the tower. Was bedeutet, als Fuyuhiko Nekomaru bemerkt hat, war der Mörder bereits im Turm. And once they tried to go back, they couldn't because Fuyuhiko was at the lounge. Und als sie probiert haben zurückzugehen, konnten sie das nicht tun, weil Fuyuhiko in der Lounge war. In their original plan, the killer should have returned to their room before the alarm in the lounge went off. Im ursprünglichen Plan sollte der Mörder zurück in ihren Raum sein, bevor der Alarm in der Lounge losging. And they were supposed to stay in their room. They weren't planning to come out and go to the lounge. Und sie waren vorgesehen, in ihren Raum zu bleiben. Sie haben nicht geplant, rauszukommen und zur Lounge zu gehen. Which means they wouldn't have heard the alarm or the rumbling sound, thus proving they were in the room. Was bedeutet, dass sie nicht den Alarm gehört hätten oder das rumpelnde Geräusch und was dazu geführt hätte, dass bewiesen worden wäre, dass sie in ihrem Raum waren. Just like us. Genau wie wir. The best case scenario would have been if those two in the lounge had gone to check the deluxe rooms. Das beste Szenario wäre gewesen, wenn die beiden in der Lounge losgegangen wären, um die Deluxe-Räume zu untersuchen. After all, if they personally saw the killer sleeping in their room, it gives the killer a strong. Immerhin, wenn sie den Mörder persönlich in den Raum schlafen gesehen hätten, dann hätte es den Mörder ein starkes Alibi gegeben. Unfortunately, they failed to secure that alibi. Unglücklicherweise haben sie versagt, dieses Alibi zu besorgen. I was in the lounge. Weil ich in der Lounge war. So the killer couldn't go back to their room. And ended up hearing the lounge's alarm. Also konnte der Mörder nicht zurück in ihren Raum gehen und hat letztendlich den Alarm in der Lounge gehört. Rückblick. Ich wollte bloß mal gucken. Wir haben die Szene jetzt schon so oft gesehen. Aber warum bist du nicht einfach rausgekommen? Du solltest dich einfach verstecken, bis sich diese Aufregung gelegt hat. If Gundam tried to hide, and if those two went to his room to check on him, he would have been found out. Wenn Gundam probiert hätte, sich zu verstecken,
Dann wären die beiden dann zu seinem Zimmer gegangen wären, um nach ihm zu gucken. Dann hätten sie ihn nicht gefunden. That would have been the worst possible outcome. That's why he couldn't just stay hidden. Das wäre das schlimmstmögliche Szenario gewesen. Deswegen konnte er nicht einfach nur versteckt bleiben. If those two had just checked the deluxe rooms as planned, that would have been ideal, but... Wenn die beiden wie geplant die Deluxe-Räume untersucht hätten, dann wäre das ja ideal gewesen, aber... How ironic. The moment Fuyuhiko set foot in the lounge, your plan was ironisch. In dem Moment, als Fuyuhiko auch nur einen Fuß in die Lounge gesetzt hat, war dein Plan zerstört. Gundam? Please, can you at least say something? Gundam, bitte, kannst du zumindest etwas sagen? Answer me this, including myself in my four dark devas of destruction. Beantworte mir dies. Einschließlich meiner vier dunklen Verkünder der Zerstörung. Wie viele Ohren besitzen wir? Hä? The answer is 10. That's right, I possess 10 ears. Die Antwort ist 10. Ja, das ist richtig. Ich besitze 10 Ohren. That means I have 5 times the hearing of a normal human. The soundproof system here may as well not exist. Das bedeutet, dass ich das 5-fache Hörvermögen eines normalen Menschen habe. Das schallisolierende System könnte genauso gut auch gar nicht existieren. Ich glaube, er wird von einem Hamster gefressen. Is that your argument? Ist das dein Argument? Du Bastard, verstehst du einfach nicht die Situation, in der du dich gerade befindest? Do not panic. The truth shall now commence. Gerade nicht in Panik. Die Wahrheit soll nun ans Licht kommen. At the time, I left my room to go to the bathroom. By coincidence, I heard the alarm. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mein Zimmer verlassen, um zum Badezimmer zu gehen. Durch Zufall habe ich den Alarm gehört. Was meiner Meinung nach eigentlich eine ziemlich gute Erklärung wäre. That's right. That's all it was. The world is always so simple. Das ist richtig. Das ist alles, was war. Die Welt ist wahrlich so simpel. Aber wahrscheinlich wegen dem Hunger und sowas ist das auch so eine Sache. Isn't that timing a little too perfect? Du sagst, es war also einfach nur ein Zufall? Ist dieses Timing nicht ein bisschen zu perfekt? And yet, I'm being suspected by all of you. It seems it was actually horrible timing on my part. Und trotzdem werde ich von allen hier am meisten verdächtigt. Es scheint, als wäre es, um ehrlich zu sein, ein ziemlich schlechtes Timing von meiner Seite gewesen. I see. You're still holding out. Ich verstehe. Du hältst dich also immer noch zurück. Well, you don't have to admit it. We're going to decide who the killer is with the majority vote anyway. Nun, du musst es schon nicht zugeben. Wir werden ja immerhin entscheiden, wer der Mörder ist, durch eine Mehrheitsabstimmung. So, why don't we just go ahead and start voting? It's obvious that Gundam is the killer. Also, warum machen wir nicht einfach weiter und beginnen endlich mit der Abstimmung? Es ist doch offensichtlich, dass Gundam der Mörder ist. Hold on a sec. Einen Moment mal. You know, Hajime. Weißt du, Hajime. This class trial, this killing, diese Klassenverhandlung, dieses Morden. Es ist doch einfach nur der Eröffnungsakt, weißt du? Hey! What do you mean the class trial is just the hey. Opening act? Was meinst du denn damit, dass die Klassenverhandlung nur ein Eröffnungsakt ist? Perhaps I should say, it's just a farce. Vielleicht sollte ich sagen, es ist einfach nur eine Farce. Just a boring farce. So boring, so stressful. I'm so painfully bored that I might develop stomach ulcers. Es ist einfach nur eine langweilige Farce. So langweilig und stressig. Es ist so schmerzhaft, ich bin so schmerzhaft gelangweilt, dass ich genauso gut auch Magengeschwüre entwickeln könnte. Seriously?
Let's just hurry up and finish this before I collapse from poor health. Ernsthaft? Lass uns einfach beeilen und dies beenden, bevor ich noch wegen einer schlechten Gesundheit kollabiere. Nagito, something definitely happened to you, didn't it? Nagito, etwas ist doch definitiv mit dir passiert, nicht wahr? Hä? At some point during the investigation, your behavior became even weirder. Zu einem, an einem bestimmten Punkt in der Untersuchung ist dein Verhalten einfach noch seltsamer geworden. What actually happened? Did you discover something? Was ist tatsächlich passiert? Hast du irgendwas rausgefunden? Well, let's just leave that fun for later. And finish this. Nun, lassen wir einfach diesen Spaß für später übrig. Und lass uns einfach diese Eröffnung bereits beenden. You said opening act again! Was, Eröffnung schon wieder gesagt? Please hold on! We have yet to hear Gundam's rebuttal! Bitte wartet einen Moment, wir müssen erstmal Gundams Widerspruch hören. But he's completely shut up. Perhaps he can't argue anymore. Aber er schweigt doch komplett. Vielleicht kann er ja nicht mehr gegenargumentieren. Gundam! Gundam! I was simply at a loss for words after being dumbfounded by your pathetic assumption. Ich habe einfach keine Worte mehr übrig, nachdem ich von euren niedrigen Anschuldigungen einfach so hingestellt werde. In fact, I shall deny the very basis. Your assumption has been wrong since the beginning. Vielleicht sollte ich eure kompletten Grundlagen ablehnen. Eure Annahmen waren schon von Beginn an falsch. Since the beginning? Von Beginn an? Based on your assumption. Basierend auf euren Anmaßungen. I hung Nekomaru from the fourth floor of the tower and made the floor descend to the first floor. Habe ich Nekomaru vom vierten Stock des Turms aufgehangen und dann den Flur auf den ersten. Und dann den Boden auf die erste Etage runtergehen lassen. Ich ahne, worauf es hinausläuft. From there. After returning to Strawberry House, I was present when the alarm at the lounge went off, correct? Von da an, nachdem ich ins Erdbeerhaus zurückgekommen bin, wurde ich also mit dem Alarm überrascht, der in der Lounge losgegangen ist, korrekt? Although going to and fro is busy enough as it is, how would I be able to travel between both houses anyway? Obwohl hin und zurückreisen schon sehr beschäftigt ist. Naja, wie wäre ich dann in der Lage gewesen, zwischen den Häusern überhaupt hin und her zu kommen? Ich verstehe. Der Kontaktaufzug war ja kaputt. As I recall, the killer tampered with the Grape House control panel, which shut down the elevator. Wenn ich mich recht entsinne, hat doch der Mörder mit dem Traubenhaus-Kontrollsteuerung herumgetuschelt, was darauf hingeführt hat, dass der Elevator kaputt gegangen ist. Plus, the stopped elevator should have been facing the Grape House side. Zusätzlich hätte doch der Aufzug die Traubenhausseite anzeigen sollen. If so, the human who used the elevator would have left it at Grape House. Wenn dem so ist, dann hätte der Mensch, der den Aufzug beim Traubenhaus zurückgelassen hat. For these reasons, it's an indisputable fact that the killer destroyed the elevator at Grape House. Und für diesen Grund ist es ein unabdingbarer Fakt, dass der Mörder den Aufzug beim Traubenhaus kaputt gemacht hat. And what's wrong with that? Was ist damit was ist falsch dran? The elevator was broken at Grape House. You wouldn't be able to return to Strawberry House. Wenn der Aufzug beim Traubenhaus kaputt war, wäre man nicht in der Lage gewesen, zum Erdbeerhaus zurückzukommen. However, I was already at Strawberry House. I was present when the alarm in the lounge started ringing. Wie auch immer, ich war bereits im Erdbeerhaus. Ich war anwesend, als der Alarm in der Lounge passiert ist. Which means your assumption is clearly wrong. Was bedeutet, dass deine Anmaßungen komplett falsch sind? Are you serious?
And here I thought it's already been decided. Oh, meinst du das ernst? Und ich dachte, es wäre bereits entschieden. Have you learned your lesson, pitiful humans? You cannot overcome this contradiction. Hast du deine Lektion gelernt? Bedauernswerter Mensch, du kannst diesen Widerspruch nicht überkommen. Das ist falsch. Wenn etwas offensichtlich falsch ist, das ist es, wenn ein Widerspruch geboren wird. Es gibt keine Sache wie ein Widerspruch, die nicht überstanden werden kann. Okay. Der Aufzug war einfach nur ein Mittel zum Transportieren zwischen den beiden Häusern. Und solange wie der Aufzug kaputt ist, sind deine Anmaßungen kollabiert. Außerdem war der Aufzug im Traubenhaus kaputt. If the killer cannot return to Strawberry House, nehmen wir doch nicht zum Erdbeerhaus zurück können. Nachdem ich nicht im Erdbeerhaus war zu dieser Zeit, ist nur keine Frage, dass es unmöglich war. Wenn da keinen zufälligen. Wenn sie keine Verbindung hätten oder nicht einen geheimen Zugang. Und wie lange planst du noch, mich jetzt hier Blacktüren zu halten? Warum können wir damit nicht endlich aufhören? So. Okay. Du musst absorbieren. Ja, jetzt habe ich schon gewusst. Ich habe schon verstanden, was ich machen muss. Deswegen, weil das ist immer blöd, dass Ende des Spiels das nicht sagt. Das ist mir egal, ich habe das schon rausgefunden in dem Moment, als ich die Beweise gesehen habe. Okay. Ich weiß auch welche. Reicht? Ja. Möchtest du etwa sagen, dass diese Person tatsächlich mal eine kluge Aussage macht? Oder was? It would have been different if they had an accomplice. Or if there was a secret passageway. Genau das brauche ich. Wie war das? Achso, genau so. Okay, jetzt hab ich's. Das ist echt unglaublich, dass Akane eine kluge Aussage macht. So. Und jetzt möchte ich bitte. The only means of travel between the two. No, that's wrong.